Töpferer und Hermann Mayer steht schon im Starthaus. Tausende und Abertausende aus Flachau hierher gekommen, um Hermann Mayer heute gewinnen zu sehen. Los geht's! Ja, shine on, shine on. Schau da den an. Der möchte schon am Start alles gewinnen. Bei ihm hat man fast ein bisschen Angst, dass er selber zu schnell ist für die Strecke. Was das, dass er auch nicht so gestickt ist, wie er vorhin geht hat. Weiß, der lässt sich wieder gehen. Schau. Aha, ein bisschen spitzig. 27,96, 13. Vorsprung auf Gettina. Aber ich glaube, so kleine Schnitzer, die machen ihn leider zwar nicht. Fahr da gleich noch schneller. Ja. Erinnere dich an Salbach, an den Riesenverlauf. Das ist ein Teufel. Der fährt wie eins Klammer in der Abfahrt. So hasardiert er hier. Sieht fast so aus. Ich glaube, am besten für ihn ist hier unten oben. Das ist, glaube ich, die Passage, die ihn am meisten Zwischenzeit? Ja, der dritte vorne. Schon wieder. Du, und wenn der unten auch noch so fährt. Ja. Kannst du annehmen. Schau, wie er da drauf gedruckt hat, wo der Gedina unten war, kommt er trotzdem immer noch eng aus. Jetzt bin ich gespannt, daher meinst du einen Zug. Dass man das überhaupt durchstehen kann, so ein Tempo. Unglaublich. Hermann Mayer auf und davon. 1,12, 1,13. Das wird eine super Zeit. 1,14,95. 2,22 Sekunden Vorsprung. Der Mann vom anderen Stern. Das ist der Sieger. Ich traue mir das schon fast zu sagen. Ich weiß nicht, wer. Mit dem Vorsprung. Du gibst ja Geisel heute. Boah. Der Hund spinnt. Das ist unglaublich. Du, da kann man nicht mehr von einem Super-G reden. Das ist eine Abfahrt, wie der gefahren ist. Mensch, der dritten habe ich da. Das ist ein Wahnsinn. Herrlich. Der Hermann. Herrlich. Und das hat das